Hey Mädchen! Oh, du hast ein neues Auto! Bist du sicher, dass es die richtige Größe für dich ist? Ein winziges Däumelinchen in so einem riesigen Auto? Das Kennenlernen neuer Menschen bringt immer eine Menge Stereotypen mit sich. Es ist schon komisch, was die Leute über große Mädchen denken. Sie denken an die gleichen Dinge auf einmal. Sie ist so groß. Vielleicht ist sie eine Basketballspielerin, ein NBA-Star, ganz sicher. Aber es gibt so viele Menschen, so viele Meinungen. Sie arbeitet wahrscheinlich als Model. Mit diesen langen Beinen. Was, wenn es beides ist? Ein basketballspielendes Model, was für eine interessante Kombination. Fingerfertigkeit, Ausgewogenheit und Witz. Was haben Höhenunterschiede mit all dem zu tun? Das ist offensichtlich. Früher oder später wird der Jenga-Turm umstürzen. Und einige der Stücke werden unter der Couch verschwinden. Wir müssen sie da rausholen. Oh Mann, da ist es, so nah. Aber meine Arme sind zu kurz für diese Mission. Nun, meine Freundin hat dieses Problem nicht. Es dauert nur eine Sekunde, um den Block unter der Couch hervorzuholen. Sie ist groß und hat lange Arme. Warum ist sie so groß und warum bin ich so ein Hobbit? Es ist nicht leicht, das zu bekommen, was man will, wenn man knapp bei Kasse ist. Vor allem, wenn es um deinen Freund geht, der ständig am Telefon spricht. Ich will ihn küssen. Komm schon, hör auf zu reden. Oh, hier ist ein Lifehack, den du ausprobieren kannst. Sieh dir das an. Man muss ihn nur kitzeln. Reflexartig beugt sich der Kerl nach unten und jetzt ist sein Gesicht in Reichweite. Zierliche Mädchen sind so klug. Aber groß zu sein kann aus heiterem Himmel Ärger machen. Hey, kann ich mir etwas Lippenstift leihen? Ist es dein Ernst? Es wäre unhygienisch, ihn zu teilen. Ich hasse Ablehnung. Ich möchte stilvoll gehen. Und schnell. Aber diesmal nicht. Meine Jackentasche hat sich am Griff verklemmt. Noch kommst du hier nicht raus. Und warum bist du so nervös? Es ist nur Lippenstift. Mädchen von lustiger Größe verstehen diese Art von Dingen nicht. Partys sind mehr als nur Tanzen. Sie sind auch die Gelegenheit für eine ganze Reihe von lustigen Bildern mit deinen Freunden. Dies ist der perfekte Moment für ein Fotoshooting. Komm schon, geh nah ran. Oh, wir haben ein Problem. Ein Bild von großen und kleinen Mädchen zu machen, ist ein ziemliches Rätsel. Der Fotograf muss wirklich über den Tellerrand schauen. Ich muss neu kalkulieren. Die kleine Freundin passt nicht in die Aufnahme und dem großen Mädchen wird der Kopf abgeschnitten. Und jedes Mädchen will die Schönste sein. Nun, wie sehen wir aus? Ah, toll, Mädels, wirklich erstaunlich. Tut mir leid, aber ich werde dir die Bilder später zeigen, wenn ich sie dir überhaupt zeige. Jetzt lass uns in die Turnhalle gehen. Das große Mädchen fühlt sich hier super wohl. Sie kann alles erreichen. Es scheint so, als wären alle Geräte speziell für sie entworfen worden. Jetzt kommt ihre kleine Freundin an die Reihe. Auf keinen Fall! Das ist zu hoch! Ich brauche definitiv etwas Hilfe. Oh, wir hatten heute ein gutes Training. Also, was haben wir hier noch? Hier kommt der Trainer. Er gibt ihr einen Tipp. Oh nein, meine geringe Körpergröße ruiniert mir wieder einmal den Tag. Die Achselhöhle des Trainers ist genau vor meiner Nase. Wie kann ich das übersehen? Es ist so schön, nach dem Training schwimmen zu gehen. Hier ist die kleine Freundin. Sieh nur, wie tief. Aber das ist relativ. Denn wo das Wasser am Hals des großen Mädchens ist, kann ihre kleine Freundin nicht einmal den Boden berühren. Halt mich fest, Hilfe! Große Menschen sind gute Schwimmer. Sie ist so schnell. Natürlich, schau dir nur ihre Flossen an. Willst du einen kleinen Prank machen?
Leg dir eine Flosse auf den Kopf. Ein Hai im Becken. Gibt es etwas Erschreckenderes? Zumindest wird es niemand wagen, in deiner Bahn zu schwimmen. Ah! Erschreck dich nur nicht selbst. Tricks. Kartentricks. Jeder mag Illusionen. Es gibt bereits eine Menschentraube um den Magier herum. Die kleine Freundin kann überhaupt nichts sehen. Sie versucht, in die erste Reihe vorzudringen und die große Freundin hält ihr den Rücken frei. Sie hat eine gute Sicht aus der hinteren Reihe. Und wenn ihre Größe jemandem die Sicht versperrt, kann er den Text auf ihrem T-Shirt genießen. Meine Größe ist nicht mein Problem. Keine Fragen mehr. Aber es gibt Zeiten, in denen es schlecht ist, sowohl groß als auch klein zu sein. Casting bei einer Modelagentur. Wir sollten es versuchen. Alles, was wir tun können, ist, ihnen Glück zu wünschen. Zuerst geht das große Mädchen vor die Jury. Und sie trägt auch noch Absätze. Aber es scheint so, dass die Casting-Agenten nicht beeindruckt sind. Vielleicht bevorzugen sie ein kleineres Mädchen. Oh nein, wirklich nicht. Was ist das, ein Model-Casting für Zwerge? Selbst hochhackige Schuhe können sie nicht retten. Die Casting-Agenten beurteilen den Wettbewerb. Ich frage mich, wen sie wählen werden. Wir brauchen den perfekten Durchschnitt. Deshalb gewinnt ein mittelgroßes Mädchen. Und unsere Freundinnen sind immer noch arbeitslos. Es ist eine Schande, aber es ist okay. Und hier ist eine weitere lustige Situation. Die Freundinnen kommen in ein Autohaus. Wer klein ist, passt zu einem Auto, das riesig erscheint. Das Innere ist sehr geräumig. Von so einem Auto habe ich schon immer geträumt. Und der Spiegel ist genau da, wo er sein muss. Es ist perfekt, um mein Make-up aufzufrischen. Was könnte sich ein Mädchen noch von einem Auto wünschen, richtig? Nun, ihre Füße erreichen die Pedale nicht. Und ihre Hände können das Lenkrad kaum erreichen. Aber das ist keine große Sache. Ein großes Auto gibt dir Selbstvertrauen. Es ist, als ob du einen Panzer fährst. Während sich das große Mädchen ein anderes Auto ansieht, ist dies die entgegengesetzte Situation. Sie versucht, da reinzukommen. Sie muss ihre Beine buchstäblich in dieser kleinen Schachtel unterbringen. Oh, ist das eng. Ihre Knie ruhen auf dem Lenkrad. Oh nein, ein langbeiniges Mädchen kann sich nicht so ein Auto kaufen. Es ist nicht meine Schuld, dass ich kleine Autos mag. Deine Freundin kann ihre Süßigkeiten nicht finden. Oh oh, es waren noch ein paar Bonbons übrig. Aber die große Freundin kennt ein Geheimnis. Weil die Bonbons auf dem obersten Regalbrett versteckt sind, kann sie also nicht so leicht jemand bekommen. Schließlich hat sie gestern Abend feierlich auf ihre Süßigkeiten verzichtet. Deshalb sind sie jetzt nur noch eingeschränkt zugänglich. Bist du sicher, dass du nichts gefunden hast? Ich beobachte dich. Manchmal ist es von Vorteil, groß zu sein. Lecker. Ich hasse es, das Haus zu verlassen und etwas Wichtiges zu vergessen. Ah, ich glaube, ich habe mein Telefon nicht dabei. Schaue durch das Fenster, vielleicht kannst du es erkennen. Aber da sie klein ist, kann sie nicht in den Raum sehen. Es ist gut, eine große Freundin zu haben. Sie muss nicht einmal springen. Und sie findet leicht heraus, wo das Telefon ist. Jetzt musst du nur noch zurückgehen und es dir holen. Hat dir das heutige Video gefallen? Wie groß bist du? Groß, mittelgroß, klein? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und vergiss nicht, dieses Video zu liken, abonniere unseren Kanal und klicke auf die Glocke, damit du keine neuen Videos über Klein- oder Großsein bei TroomTroom Select verpasst.